zusammen und liebe Zuschauer. Ich wurde nach den letzten Alterungsvideos gebeten, mal zu zeigen, wie ich denn eine Dampflok altere. Und da unsere neue 86 sowieso mal gealtert werden muss, nehme ich das dann direkt zum Anlass, die jetzt endlich mal fertig zu machen. Ja, zum anderen wurde ich auch gebeten, mal zu zeigen, wie ein Kesselwagen gealtert wird. Das kommt vielleicht später nochmal. Aber wir fangen mal mit der Dampflok an. Ich werde es heute mal ein bisschen anders machen. Ich hoffe, dass das Video dadurch kürzer wird. Ich erzähle euch erst, was ich mache. Werde dann halt das, wie ich es mache, schneller laufen lassen. Dabei mal nichts sagen. Und werde dann immer so die einzelnen Schritte erst beschreiben, dann machen und ich hoffe mal, dass das Video diesmal kürzer wird. So, da die 86 jetzt schon ein bisschen auf der Anlage stand, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die erstmal reinigen. Ich hoffe, dass es diesmal auch besser zu sehen ist. Ich habe die Kamera jetzt mal anders hingestellt mit einem anderen Stativ. Erstmal stauben wir sie grob ab. So, das soll das Grobe gewesen sein. Und jetzt reinigen wir sie eben noch grob von Fett, da sie ja doch öfter schon mit Fingern angepackt wurde. Und danach geht es eigentlich los. Ja, das war das. Und jetzt geht es eigentlich damit los. Erstmal alles abzukleben, was eigentlich nicht gealtert werden soll. Beziehungsweise ich benutze da den Abdecklack von Weinert. Diesen hier. Und von Revell heißt der Color Stop und keine Ahnung von wem es den sonst noch alle gibt. Das ist so eine gummiartige Lösung, nenne ich es einfach mal. Das trägt man einfach auf die Stellen auf und wenn man nachher fertig ist, zieht man es einfach ab. Das ist das Schöne daran. Man packt es sich mit einer Pinzette und zieht. Und schon ist es wieder gelöst und es bleibt auch nicht zurück. Und man hat aber genau das abgedeckt, was nicht beschmutzt werden soll oder wie auch immer. Des Weiteren werde ich wahrscheinlich auch schon so ein paar Flicken kleben. Und dann geht es eigentlich los mit der Farbe. Ja.
So, jetzt habe ich alles abgedeckt. Das muss jetzt noch trocknen. Das wird gleich klar. Daran sieht man dann, dass es trocken ist oder relativ klar. Des Weiteren habe ich so ein paar Flicken jetzt aufgeklebt. Und ja, während das jetzt Ganze trocknet, können wir das Fahrwerk schon mal per Washing machen. Das wird dann jetzt der nächste Schritt. So, ihr seht, das Plastikhafte ist fast komplett verschwunden. Hier auch nochmal die andere Seite. Die Stärke der Alterung, ja, wie gesagt, sollte immer variieren. Nicht, dass sie alle jede Lok gleich aussieht. 86er, ja, Nebenstreckenlok und auch viel im Rangierdienst. Deswegen auch dreckiger. Gerade so Ende der 60er, Anfang 70er, so wie wir spielen, wurden sie eh nicht mehr so schön gepflegt. Oh, jetzt sehe ich gerade. Kolbenschutzrohre muss ich auch noch anbauen. Habe ich noch gar nicht gemacht.
das kann man ja alles noch machen. Ja, das ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Der Abdecklack. Da müssen wir dann noch ein bisschen warten. Und dann geht es eigentlich weiter. Ich werde den Oberbereich der Lok werde ich airbrushen. Ich werde jetzt dafür das Fahrwerk schon mal abkleben. Ja. Und wenn es dann getrocknet ist, wie gesagt, geht es weiter. Dann mache ich die Kamera wieder an. Ja, nun ist alles so getrocknet, wie ich das gerne hätte. Ich habe schon mal das Fahrwerk abgeklebt. Das mache ich deswegen, damit die Kontakte jetzt nicht irgendwie durch den Sprühnebel Dreck aufnehmen und ja, nachher wir dann Probleme haben, wenn die Lok wieder fahren soll und großartig noch reinigen müssen. Da kann man sie besser vorher mal abkleben. Und ja, jetzt geht mit Airbrush es weiter. Dann nehme ich jetzt hier von Valeo, was ich ja sagte, die ich ganz gerne nehme, 71315. Das ist Tire Black. Hat so eine schöne Farbe, kann man sehr gut, vielmehr ist eigentlich auch dafür gedacht, für Räderfahrzeuge, um die Reifen vernünftig in der richtigen Farbgebung darzustellen. Und ja, es ist halt nicht wirklich pechschwarz, es ist so ein bisschen gräulich. Und damit fange ich jetzt mal an. Und wie gesagt, das tragen wir dann jetzt alles per Airbrush auf. Und danach geht's weiter. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich zwei Schwarzschichten aufgetragen und habe dadurch jetzt einen extrem stumpfen Effekt. Die Lok ist auch jetzt nicht mehr so pechschwarz, dieses hochglänzende Pechschwarz, was ja immer so aus der Schachtel kommt, sondern
Sie ist wirklich schon ausgeblichen. Sie ist voll mit Ruß und ja, sie ist gräulich schwarz. Das nächste, was ich jetzt mache, das wird jetzt wieder mit Washing gemacht. Und zwar mache ich jetzt als erstes die Wasserspuren. So, um die Wasserspuren zu machen, ziehe ich aber hier unten jetzt erstmal den Decklack ab, damit die Beschriftung wieder frei ist. Ihr seht, das zieht man jetzt einfach wie so ein Gummiband ab und schon ist die Beschriftung wieder frei. So. Jetzt holen wir uns schönes weißes Washing. Kann man, wie gesagt, von Valeo kaufe ich das immer direkt so fertig. Dann braucht man sich das nicht selber anzumischen. Jetzt nehmen wir uns wieder einen kleinen feinen Pinsel. Und jetzt hier, wo jetzt die Wasserklappe ist, suchen wir uns so die Ränder und ziehen erstmal so den Außenrand. Oben halt breit, nach unten zulaufend. So ist meistens immer die Kalkablagerung. Wenn man den Rand gezogen hat, kann man das Washing auch schön von alleine laufen lassen. Dann läuft das nämlich in diesen Außenrand schön entlang. Wie ihr seht, wird das jetzt hier immer heller durch das Washing. Da ist jetzt auch nicht schlimm, dass die Beschriftung frei ist. So, das lassen wir jetzt mal so. Jetzt machen wir noch hier oben auf dem Wasserkasten schön drumherum schön laufen lassen, also nur ansetzen und laufen lassen. Und je mehr Schichten ich halt jetzt auftrage, umso weißer setzt sich der Kalk ab. Bei einer Museumslok heutzutage wird man das nicht so extrem sehen, wie es halt damals war. Wobei ich habe auch schon Museumsloks gesehen, die nicht so gut gepflegt waren. Hier habe ich noch so nicht abgezogen.
So, hier auf der Seite, wo es schon getrocknet ist, da könnt ihr sehen, dass so eine richtig schöne Spuren vom verlaufenden Wasser oder der Kalk schon den Lack angegriffen hat, auch hier oben. So soll es sein. Ja, nachdem wir das Wasserwashing jetzt drauf haben, kommt noch was anderes. Jetzt nehmen wir was Rostiges. Jetzt haben wir, wie gesagt, auch wieder fertig. Verschiedensten Varianten. Und jetzt tragen wir da, wo es besonders heiß ist, eine Feuerbüchse hier. Je mehr Washing ich halt auftrage, umso stärker kommt der Effekt. Wie gesagt, das Ganze trocknet ja jetzt auch noch an. Und verblasst es auch wieder ein bisschen. Aber so sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Ja, während das Ganze jetzt abtrocknet, kann ich eigentlich anfangen, den Decklack abzuziehen. So, das ist jetzt eine Variante, wie man halt eine Dampflok altern könnte. Man kann natürlich jetzt noch mehr machen, man kann noch weniger machen. Das ist halt. Es soll ja auch nicht mal alles gleich aussehen. Und das, was ich jetzt hier gleich noch machen werde, ich werde hier noch Figuren einsetzen, werde hier noch Kohle draufsetzen, weil die sieht nicht so schön aus. Ich werde die Handräder noch anmalen. Die werden in dieser Variante hier bei mir mal rot werden. Sind ja nicht grundsätzlich schwarz. Es gibt auch Messingfarbene draußen und rote und es hat alle Varianten gegeben. Zum Beispiel die Zudampfleitung bei den Loks hier aus Osnabrück. Die hatten früher alle eine weiße Gipsbinde dran, konnte man erkennen, was eine Osnabrücker Lok war. Das hatten die vom AW Osnabrück so als Erkennungsmerkmal.
Auch eine lustige Variante. Sollte man natürlich dann der Baureihe zuordnen und sich erst informieren, welche das denn damals hatten. Ja, dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Film. Ich würde dann jetzt noch, wie gesagt, die paar Sachen machen und am Ende des Films nochmal ein Foto hinten dran hängen oder ein paar Fotos. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.